Meister Rittersporn, ihr habt uns eine Ballade versprochen. Ja, ja! Von Schlachten und tapferen Kriegern. Von Zauberinnen und Magie. Von unerwiderter Liebe. Schweigt, ihr Grünschnäbel! Ihr seid noch nicht so lange auf der Welt. Also ist es kein Wunder, dass eure Köpfe noch hohl sind. Dies hier ist Andelion, der Freund und Gefährte von Geralt von Rivia. Und über wen sollte er singen, wenn nicht über den berühmten Hexer? Recht habt ihr, ehrenwerter Zwerg. Ich werde eine ganz neue Ballade über den Weißen Wolf singen. Unsere Geschichte beginnt lange vor dem großen Krieg, Jahrzehnte bevor Geralt auch nur davon geträumt hat, berühmt zu werden. Der Titel lautet »Verbitterte böse Herzen«. Im Herbst 1232 beschloss der Hexer, vorzeitig nach Kaer Morhen zurückzukehren, um einem vorzeitigen Wintereinbruch zu entgehen. Der Hexer war zornig. Der letzte Teil des Weges durch Kaedwens Norden galt als ruhig, aber nicht dieses Mal. Er wurde zweimal von Banditen überfallen. Eines Nachts griffen Wölfe an und töteten sein Pferd. Er hatte sich an die gutmütige graue Stute gewöhnt, sie nach altem Brauch getauft. Als wäre das noch nicht genug, fand er am Fuße Kaer Morhens ein Lager vor. Wie alle Hexer war er davon überzeugt, dass man die Leute, die den Weg zur Festung der Hexer kannten, an einer Hand abzählen konnte. Besucher bedeuteten Ärger. Ja, und willkommen zu einem der beiden Premium-Abenteuer von Witcher 1. Dies hier ist das Premium-Abenteuer Der Preis der Neutralität. Und ja, wie wir so schön gesehen haben, ist es eine Ballade von Rittersporn. So, als erstes mal müssen wir ganz viele Punkte in der Gegend umschieben. Also frei. Schon ein bisschen weg. Einfach mal frei Nase. Ausgehen. Wir haben schon ein bisschen was. So weiter. 2. So. Das bringt am Ende. Jetzt auch ein bisschen lange mit aufhalten. So, fertig. Und wir haben neue Einträge. Ganz viele. Und wir sind etwas angeschlagen. Haben wir was zu essen dabei? Brot, ja. Gucken wir das doch mal. Ah je, es nimmt ja gar kein Ende. Ah, doch, da hat es ein Ende gefunden. So, ganz Ungeheuer, Basilisken, Bargäste, Kinder, alles schön, was wir überhaupt spielen. Klick die nur mal weg. Kaer Morhen. Habt ihr schon gelesen? Macht nichts. Ich lese das, glaube ich, wenn wir hier vom blubbernden Bach mal weg sind. Hier mal etwas speichern. Auch nicht schlecht. Geh mal ein Stückchen vor, wollte ich sagen. Hättest Stirnband. Vielleicht sollten wir nach Qaengorn zurückkehren. Ich habe kein Interesse daran, in dieser gottverlassenen Ödnis umzukommen. Schweigt, Merwin.
Sie sind nichts als einfache Wölfe. Wölfe, die ohne Angst ein hell erleuchtetes Lager angreifen. Bei allem Respekt, aber wenn dies einfache Wölfe sind, bin ich eine Elfentänzerin. Habe ich etwa um eure Meinung gebeten, Meister Brinks? Nein? Also macht, wofür ihr bezahlt werdet. Und behaltet eure feigen Meinungen für euch selbst. Wir wären alle hier in Sicherheit, wenn eure Männer die Posten bemannen würden, anstelle zu saufen und Würfel zu spielen. Und jetzt schafft diese Leiche weg, bevor ihr Gestank mein Zelt verpestet. Darf ich fragen, was vorgefallen ist? Die Wölfe haben diesen Jungen getötet. Das ist natürlich nichts Unnormales in diesem Lager. Alle wissen, dass diese verfluchten Wölfe die Flammen so sehr lieben, dass sie am liebsten darin baden möchten. Das reicht, Brinks. Und wer seid ihr? Geralt von Rivia, Hexer. Prinz Merwin Ademain von Ardkaraik. Wie schön, dass ihr uns nun besucht. Wir haben schon den ganzen Tag auf eure Reaktion gewartet. Reaktion? Worauf? Ich werde es euch erklären. Ich bin die Zauberin Sabrina Glewissig. Gehen wir in mein Zelt. Merwin, könntet ihr euch bitte um diese Angelegenheit kümmern? Natürlich. Aber ich würde gern erfahren, was ihr vereinbart. Das muss warten. Die Wölfe nähern sich. An die Waffen! Ein Nest voll Wechselbälger. Geht ja gut. Was gibt's? Ich hätte gerne ein Wort mit euch, Herr. Aber verratet der Herrin Sabrina nicht, dass ich euch aufgesucht habe. Also gut. Sprecht. Meister, ihr solltet das Mädchen, dem ihr in eurer Burg Schutz gewährt, nicht verteidigen. Sie ist es nicht wert. Ich verabscheue sie von ganzem Herzen. Es sind bald 2 Jahre, dass sie mit ihrem Gefolge durch mein Dorf gezogen ist. Mein Vater, Wirt des örtlichen Gasthauses, nahm die ehrenwerte Gesellschaft auf. Ich weiß nicht, ob mein Vater sie beleidigt oder ob es einfach nur an ihrer Laune gelegen hatte. Aber sie hat meinen Vater langsam und grausam zu Tode gefoltert, während sie meine Mutter und mich zwang, dabei zuzusehen. Möge sie für alle Zeiten verflucht sein. Und niemand hat versucht, sie aufzuhalten? Die Prinzessin hatte ein Schwert und eine bewaffnete Gefolgschaft. Es gab nichts, was man dagegen hätte tun können. Ich flehe euch an, Sabrina das Mädchen auszuliefern, die es für all seine kranken Taten büßen lassen wird. Ich muss zuerst mit den anderen Hexern sprechen. Bitte folgt mir. Fräulein Sabrina beauftragte mich, euch in ihr Zelt einzuladen. Bitte. In Ordnung. Krieg doch erstmal die Wölfe töten. Ich vermute, wir sollten uns unterhalten. Achso, ja, dann lass die Wölfe doch einfach draußen. Das ist ja. Willkommen im Zelt von Zauberin Sabrina. Nur, falls ihr euch wundert, das ist nur eine Illusion. Alles? Ja, wie alles hier. Aber eine Illusion besonderer Qualität. Man kann sich hier aufwärmen, köstliche Krabben essen, sich mit Wein betrinken und mit ihm seinen Spaß haben. Schon gut. Macht es euch bequem. Ich vermute, dass ihr über den Winter nach Kaer Morhen zurückkehrt. Das ist richtig. Aber genug geplaudert. Es gibt wichtige Dinge zu besprechen. Danke, dass ihr uns gegen die Wölfe geholfen habt. Kein Problem. Habt ihr je vom Fluch der schwarzen Sonne gehört, Hexer? Ach, der Fluch des verrückten Magiers Eltibald. Mit ihm begann das ganze Chaos, das dazu führte, dass eine ganze Reihe höherer Töchter entweder erschlagen oder in Türmen eingemauert endeten. Eltibald war kein Wahnsinniger. Und diese jungen Frauen waren alles andere als normal. Normal? Verrückt. Das ist mit Relativität durchtränktes Geschwätz. Erzählt mir etwas Konkretes. Es wurden Autopsien durchgeführt. Und im Körper eines der Mädchen haben sie etwas gefunden.
Gegen die Mutationen aufgrund des Fluchs der schwarzen Sonne sind die Mutationen der Hexer nur kleine kosmetische Veränderungen. Im Schädel und Rückgrat fand sich eine Art roter Pilz. Die Anordnung der inneren Organe war verdreht und einige fehlten gänzlich. Alles war bedeckt mit beweglichen Flimmerhärchen und rosa und blauen Fleischfetzen. Seid ihr beeindruckt? Nicht im geringsten. Ich habe Menschen mit Adlerklauen anstelle von Händen und mit Wolfsfängen und Wolfsaugen gesehen. Leute mit zusätzlichen Extremitäten. Alles Folgen magischer Eingriffe. Das ist kein Beweis für einen Fluch. Aber wir weichen vom Thema ab. Warum seid ihr hier? In Kaer Morhen befindet sich ein Mädchen, das vom Fluch der schwarzen Sonne befallen ist. Prinzessin Daedra Ademain, die ältere Schwester von Merwin. Und was habe ich damit zu tun? Stellt euch nicht blöd. Das Mädchen ist eine große Gefahr für euch. Liefert sie mir aus, dann wird niemand zu Schaden kommen. Ich werde darüber nachdenken. Sabrina, ich möchte mit euch sprechen. Natürlich, Merwin. Aber nicht jetzt. Ich muss erst einige Dinge mit Geralt von Riva besprechen. Gibt es da etwas, das ich wissen sollte? Nicht ärgern. Wir sprechen später. In diesem Fall verabschiede ich mich. Susu. Sie noch was zu erzählen? Hexe? Euch dürfte hier die Langeweile plagen. Also ich war schon an interessanteren Orten. Und meine Liebhaberillusion ist auch nicht mehr so unterhaltsam wie früher. Ihr könntet Brings Männer dazu bewegen, ein Spektakel zu veranstalten. Ich wette, die haben was drauf. Gern. Euch mangelt es sicher nicht an Unterhaltungsqualitäten. Aber wenn es euch doch gerade an Worten mangelt, könnte ich euch um etwas bitten, was dem Berufsstand der Hexer angemessener ist. Ich benötige einige Materialien für meine Forschungen. Materialien? Ich möchte die Wölfe studieren, die um das Lager herumschleichen. Dazu brauche ich ein Organ von ihnen, zum Beispiel die Leber. Eigentlich brauche ich 20 davon. Als Belohnung würde ich euch ein Schwert geben, das ich von einem Liebhaber bekommen habe. Es würde euch gut stehen. In Ordnung. Ich bringe euch die Organe. Schön. Ihr seid viel netter als dieser Trampel Lambert. Ich habe noch nichts gehört, das mich davon überzeugt, dass ein Fluch auf dem Mädchen liegt. Also, welche Beweise habt ihr? Eine Menge. Alle nach der Sonnenfinsternis geborenen Mädchen neigen zu Grausamkeit, Aggressivität und Tobsuchtsanfällen. Das passt aber auf viele Frauen. Erspart mir euren Sarkasmus. Das ist noch nicht alles. Alle Mädchen, die nicht von Magiern behandelt wurden, zeigten ziemlich schnell ihre neuen Qualitäten. Sie ließen ganze Landstriche in Blut versinken, Gefangene foltern und exekutieren. Schon gut, Sabrina. Wenn ein Fluch die Erklärung für die Grausamkeiten aller Herrscher wäre, würde dies eine simple und wundervolle Welt sein. Habt ihr noch etwas Besonderes? Ja. Hört mir einfach zu und unterbrecht mich nicht. Daedra ist von einer magischen Aura umgeben. Die meisten Leute haben irgendeine Aura. Ihr unterbrecht mich schon wieder. Dies ist keine normale Aura. In ihrer Gegenwart findet sich keine Energie, die wir für Zauber nutzen können. Sie verwandelt diese Energie in ihre Urform, also eines der Elemente. Das heißt, in ihrer Gegenwart kann man keine Magie einsetzen. Und das gilt auch für eure Hexerzeichen. Also dazu brauchtet ihr diese ganzen Söldner. Und außerdem hat sie eine Verbindung zu den Tieren. Druiden. Deren Magie
verwandelt Tiere nicht in blutrünstige, instinktlose Bestien. Aber ihr habt die Wölfe selbst gesehen. Sie haben vor nichts mehr Angst. Nicht vor Feuer, nicht vor Schmerzen. Sie wollen einfach nur töten. Welche Pläne habt ihr mit Daedre? Wir werden versuchen, den Fluch aufzuheben. Wir werden sie studieren und versuchen, den Fluch der schwarzen Sonne endgültig zu beenden. Ihr mögt es nicht glauben, aber ich will ihr ein Angebot machen. Wenn sie sich dazu bringen kann, mir zu helfen, wird es für uns alle einfacher. Und wenn sie nicht helfen will? Dann muss ich sie zwingen. Ja, Geralt, es geht um unser aller Wohl. Ich werde nichts unversucht lassen, um Hunderte, vielleicht Tausende andere zu retten. Auch wenn ihr mir nicht glaubt. Es gibt noch mehr dieser Frauen. Einige regieren ganze Länder mit grausamer Hand. Ich muss dem Rat der Magier Bericht erstatten. Ein Bericht, der auf Fakten und sicheren Resultaten beruht. Ich muss dafür das Mädchen untersuchen. Davon wird mich nichts und niemand abhalten können. Ich verstehe eure Entschlossenheit. Das ist eine schwierige Situation. So ist es. Und ihr Hexer macht es mir nicht einfacher, wenn ihr dem Mädchen Schutz gewährt. Denkt darüber nach, Geralt. Werde ich. Hexer? Habt ihr mit den anderen Hexern gesprochen? Wer befindet sich im Schloss? Merwin hat mit zwei von ihnen gesprochen. Ich weiß nicht, ob noch mehr dort sind. Merwin wurde nicht hineingelassen. Keine Überraschung. Wir schätzen keinen Besuch. Aber wir sind keine gewöhnlichen Besucher. Merwin hat einen Geleitbrief von König Henselt bei sich. Lest ihn euch durch und sagt den anderen Hexern, dass sie sich auf Besuch einstellen sollen. Was hat sie denn zum Verkaufen? Ein Alkohol mit 500? Nee, noch kommt. Zack. So. Noch zu schön. Wolltest du noch? Guck mal, da können wir schon anfangen zu sammeln. Ist ja auch mal wieder schön, mit dem leeren Rucksack hier durchzukriegen. Da. Bald ist er wieder voll. Machen wir was. Da. Holzaniole. Okay. Ja, aber ich muss sagen, das sieht hier nicht sehr einladend aus, was hier rumexperimentiert. Ah, das Wort ist unbekannt. Okay. Gehen wir erstmal wieder raus. Geht und sprecht mit den Hexern. Versucht sie von meinem Standpunkt zu überzeugen. Ich kenne mich mit diesen Dingen aus. Ich weiß, was das Mädchen braucht. Ich bin sehr gut darin, meine Dankbarkeit zu zeigen. Daran habe ich keinerlei Zweifel. Ihr habt also mit Sabrina gesprochen. Aber denkt daran, dass ich diese Expedition hier anführe. Werde ich. Könnt ihr lesen? Ja. Dann lest dies hier. An meine Barone, Vasallen und alle freien Bürger. Weiter, weiter. Hiermit erkläre ich Merwin von Kaingorn zu meinem treuen und wertgeschätzten Diener, der meinen Schutz verdient. Alle, die ihm Leid zufügen, werden den königlichen Zorn zu spüren bekommen. Henselt, König von Kaetven. Das langt. Habt ihr das verstanden? Sehr wohl. Allerdings ist Leid falsch geschrieben. Sehr gut. Ihr begreift schnell. Dann solltet ihr auch verstanden haben, dass die Hexer mir kein Leid zufügen sollten, wenn sie weiter frei und unbedrängt durch Kaetven reisen wollen. Unabhängig davon, wie man das Wort richtig schreibt. Ihr wirkt nicht unbedingt, als wollte euch jemand Leid zufügen. Noch nicht, aber das könnte sich ändern. Und meine Geduld ist endlich. Ich möchte euch etwas fragen. Was? Was also führt euch nach Kaer Morhen, mein Herr? Meine ältere Schwester Daedre. In Kaetven erben die Erstgeborenen alle Titel und Anwesen. Das Geschlecht spielt dabei keine Rolle. Mein Vater, der Prinz von Kaingorn, möge er in Frieden ruhen,
ist vor 2 Wochen verstorben. Ein Opfer der Syphilis. Dann ist Daedre jetzt die Prinzessin von Qhaingorn? Das wäre sie, wenn sie nicht von einem Fluch befallen wäre. Alle Anwärter auf den Titel von Qhaingorn müssen 2 Bedingungen erfüllen. Qhaingorn ist Caetven untergeordnet. Schon seit Jahrzehnten dienen die Prinzen des Nordens dem Thron von Ard-Karaik, einem Thron, auf dem zurzeit König Henselt sitzt. Und dieser König hat sich im Falle des Fluches der Prinzessin sehr deutlich ausgedrückt. Ich glaube, ich verstehe. Und die 2. Bedingung? Kennt ihr die Geschichte von Qhaingorn, Hexer? Nicht sehr gut. Bei uns ist es Sitte, dass ein Thronanwärter sich vor der Thronbesteigung für einen Tag unter das einfache Volk des Landes mischt, einige niedere Arbeiten verrichtet und am Abend im Tempel der Freier betet. Klingt vernünftig. Das Problem ist, dass meine Schwester sich beim einfachen Volk in der Vergangenheit unbeliebt gemacht hat. Sie könnte sicher ein paar Bürger der Oberschicht bestechen, aber die Priesterinnen der Freier werden sie niemals akzeptieren. Wohl, weil sie verflucht ist. Sie hat mehr Menschen getötet, als es sich selbst für eine Prinzessin gebührt. Unter ihren Opfern war auch die Priesterin Isildura. Die alte Hexe war zwar sowieso schon hinfällig, aber das ändert nichts an der Sache. Ist es sicher, dass Daedre sie getötet hat? Ohne jeden Zweifel. Als Sabrina ein Ritual vornehmen wollte, um den Fluch von meiner Schwester zu nehmen, ist Daedre vollkommen durchgedreht. Dann kam ein riesiger Wolf hinter einem Haus heraus und biss Isilduras Kehle durch, ohne dass ihn jemand aufhalten konnte. Sabrina hat dann einen mächtigen Zauberspruch angewendet, sodass sich der Geist der alten Priesterin noch einmal erhob und sagte, ich wurde von Daedre Ademain umgebracht. Sie wurde unter dem Fluch der schwarzen Sonne geboren. Ihr sagtet, Sabrina habe einen Zauberspruch angewandt. Dabei dachte ich, dass Nekromantie verboten sei. Wieder mysteriös das Ganze. Ja. Da ist eine alte Mine, da ist Wesemir. Wie spät war das? 37 Uhr morgens. Könnten wir uns ja einfach noch ein bisschen hier umgucken. Wo wir dann wirklich. Tiermeister. Seid gegrüßt. Zu Bukin. Wie läuft das Geschäft? Wie es läuft, Hexer? Ich kümmere mich um die Jungs, aber ich bin kein fahrender Händler. Natürlich, ich tausche gerne ein paar Waren ein, aber meistens verkaufe ich nur unbrauchbare oder abgenutzte Ausrüstung. Ein Zusatzgeschäft, könnte man sagen. Abgenutzte Ausrüstung. Ihr müsst weit gereist sein. Ein langer Weg, und er war nicht gerade mit Rosen gepflastert. Naja, einmal nahe Banard war ich gezwungen, meinen Feinden über eine Blumenwiese zu entfliehen. Aber es waren nur Mohnblumen. Gegen wen habt ihr gekämpft? Ich habe damals nicht unter Brinks, sondern unter Akuto gedient. Es gab lokale Raubzüge und Streitigkeiten unter den Herrschern. Ich glaube, es begann mit einem Streit über die Nordmark und endete wie immer. Also wie? In einem wirren königlichen Streit. Bruder gegen Bruder, Schwester gegen Tante, vielleicht auch noch der Großvater involviert. Familienstreitigkeiten, ihr wisst schon. Alte Zankfälle, alte Narben. Davor war es Dolblatana, danach Kovir. Und jetzt bin ich bei Brinks. Ist Brinks ein guter Kommandant? Guter Kommandant? Schlechter Arbeitgeber. Die Arbeit für die Adligen ist immer problematisch. Der einzige Vorteil ist, dass unser Auftraggeber solvent bleibt. Und die Zauberin? Ich kümmere mich nicht um die Angelegenheiten der Magier. Sie sind gierig und neigen zum Jähzorn. Na, guck mal, hat der was Schönes? Nee, das ist doch, was wir mitnehmen werden. Wir werden mal die Feuersteine schon mal mitnehmen. Jetzt können wir nicht rasten. Den Rest lassen wir aber mal da. So, da ist der Brinks. Was hat denn der Schönes zu sagen?
Seid gegrüßt. Ich bin Merton Brinks, Kommandant dieses jämmerlichen Haufens. Geralt von Rivia. Nun, wie sieht es aus, Geralt? Wie sieht was aus? Werdet ihr mit der ehrenwerten Glewisig Frieden schließen? Mögen die Flöhe diese verdammte Schlampe auffressen? Oder stehen wir hier vor einer ernsthaften Meinungsverschiedenheit? Glaubt mir, Merton, ihr wollt eure Klinge nicht mit mir kreuzen. Natürlich nicht. Ich habe davon gehört, wozu euresgleichen imstande ist. Einst konnte ich einem Hexer bei seiner Arbeit zuschauen. Das ändert aber gar nichts. Wir haben einen Vertrag und Verträge sind heilig. Also, wie lautet eure Entscheidung? Das weiß ich noch nicht. Lasst es uns herausfinden. In Ordnung. Verzeiht, dass ich euch nichts anbieten kann. Wir können wegen dieser Wölfe nicht jagen und unsere Vorräte gehen zur Neige. Was hat es mit diesem Vertrag auf sich? Nun, sobald Merwin uns zu kämpfen befiehlt, bleibt uns keine Wahl. Er zahlt regelmäßig und pünktlich. Mir sind die Hände gebunden. Der Adlige hat also das Sagen. Theoretisch. Und praktisch? Ich sage nur so viel. Wenn König Henselt spricht, unterbricht Sabrina Glewisig ihn, indem sie ihre Faust auf den Tisch schmettert und ihm befiehlt, das Maul zu halten und zuzuhören. Wie reagiert Henselt darauf? Er hört zu. Die Frau kann ganz schön unangenehm sein. Merwin ist aus Kaingorn und hat erst kürzlich Zugang zum Hof von Henselt erhalten. Er ist dieser Hexe nicht gewachsen. Wer ist das? Mit Hexen wissen Hexer am besten umzugehen. Was haltet ihr von dieser Daedre? Für meinen Geschmack zu dürr. Nichts zum Anpacken da. Oder zum Schütteln. Oder zum Grapschen und... Ist wohl nicht unbedingt der Typ Frau für Zwerge. Genau. Aber ich würde sie auch nicht unbedingt von der Bettkante schubsen. Keine Angst vor dem Fluch? Angst? Nein, Hexer. Ich bin ein Rationalist und glaube nicht an diesen Unsinn. Aber ihr vergeudet eure Zeit. Das Mädchen befindet sich in eurer Festung. Macht euch selbst ein Bild von ihr. Keine schlechte Idee. Na, komm ich fertig. Jetzt abbrechen müssen. Geralt? Wie habt ihr Kaer Morhen gefunden? Wir sind der Spur des Mädchens bis hierher gefolgt, dank Reim. Er ist der beste Kundschafter, den ich kenne. Würde jede Nadel im Heuhaufen finden. Er hat das Mädchen aufgespürt? Geralt? Lass uns doch mal eine Runde Poker spielen, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ah, komm. Toi, toi, toi. Gleiche Taktik wie immer. Kriegen wir 2, 3, 2... Ein Paar, wir haben zwei Paare. Probieren wir es mal, ne? Nehmen wir es mal so. Also, wir vorne liegen. Komm, eins, nein, vier. Na gut. Wir haben uns bitte drei kriegen. Gott sei Dank. So, und nochmal das Ganze. 2, 6 und 2 ist schon wieder zwei Paare. Ach. Er hat wieder ein Paar. Und dann wir es nochmal so. 6 oder 1 wäre schön. Ach, verdammt, knapp vorbei ist auch daneben. Und wir haben gewonnen. Schön. Ich behalte euch im Auge. Was ist denn hier da? Im. Was ist das? Beim. Du bist Bauer. Was sind der Fährtenleser? Ist da hinten? Koch. Gehen wir mal mit dem Koch. Was? Was ist das für ein Gestank? Meine Delikatessen, warum? Lass uns auch mal Poker spielen. Oh, drei Einsen, nicht schlecht.
renovieren. Das macht ein Full House. Erste Runde gewonnen. Hier funktioniert das wenigstens wieder mit dem Gewinnen. 2 Sechsen, 2 Einsen. 5, wie es aussieht. Zwei Paare, wir haben auch zwei Paare. Wir haben das höhere der zwei Paare. Wir könnten das wieder so probieren. Dies war ja klar. Oh, dann mal eine Runde gewonnen. Na gut. Probieren wir es nochmal. 2 Sechsen und 2 Dreien. Nicht schlecht, aber auch gefährlich. 2 Zweien. Ja, er wird auch 3 neu würfeln. Wir würfeln auch mal 3 neu. Ah, da ist die dritte 6. Toi, toi, toi. Ja, das sieht gut aus. Okay, haben wir auch gewonnen. Sonst hat der Koch uns nichts zu erzählen. Bin müde. Das sind bloß Söhne. So, was haben wir denn? Würfelpoker und gerade erwerbt Quests. Das Heulen, da müssen wir 20 Wölfe töten. Mit Wesemir müssen wir reden. Und dann haben wir die Charaktere. Fangen wir doch mit Merten Brings an. Der Zwerg Merten Brings ist der Anführer der Söldnereinheit, die Merin Ademain und Sabrina Glevesig Schutz gewährt. Er selbst bezeichnet sich nicht zu Unrecht als Rationalist. Brings ist ein durch und durch loyaler und ehrlicher Soldat. Die Untergebenen von Brings werden regelmäßig und immer zum vereinbarten Preis ausbezahlt. Der Zwerg kann sich stets auf seine Kämpfe verlassen und würde keine Sekunde zögern, sich in den Kampf gegen Daedre oder sogar die Hexer zu werfen. Daedre Ademain. Zauberin Sabrina Glevesig glaubt, dass Daedre Ademain eine bösartige und blutrünstige Mutantin und dem Fluch der schwarzen Sonne zum Opfer gefallen ist. Merin Ademain muss eingestehen, dass Daedre als Erstgeborene das Anrecht auf alle Anwesen und Titel ihres gestorbenen Vaters zusteht. Allerdings behauptet er auch, dass sie dieses Recht durch ihre mysteriöse Verwandlung und ihr unberechenbares Verhalten verwirkt habe. Und Hänselt, hey, der sieht ja aus wie der Foltist. Was ein Zufall. Der als übermäßig gierig und je zornig bekannte Hänselt ist der König von Kedwin, einem mächtigen und riesigen Land im Norden. Er ähnelt in keiner Weise dem klassisch gütigen Bild eines Königs. Er trägt einen Bart wie ein Räuber und hat kleine, rastlose Augen. Hänselt ist ständig in Kämpfe mit seinen Nachbarn über Grenzverläufe, Titel und Protektorate verwickelt. Außerdem ist er bekannt für seinen Hass auf alle Anderlinge. Na toll, schon wieder so einer. Merin Ademain. Prinz Ademain ist ein königlicher Höfling, der in Art Karaik lebt. Er hat seine Schwester Daedre den ganzen Weg bis nach Kaer Morhen verfolgt, weil er glaubt, dass sie eine Mutantin und dem Fluch der schwarzen Sonne zum Opfer gefallen ist. Er will Daedre dazu zwingen, auf ihre Erbansprüche, auf die väterlichen Anwesen und Titel zu verzichten. Ademain ist ein Anhänger der Gottheit Kreve und gilt als frommer Mann. Er ist zudem ein berühmter Jäger und teilt diese Leidenschaft mit Sabrina Glevesig. Dies mag auch der Grund sein, warum sich der Adlige und die Zauberin so gut verstehen. Und Sabrina Glevesig ist eine der mächtigsten und einflussreichsten Zauberinnen in den nördlichen Königreichen. Sie lebt in Art der Hauptstadt Kedwins und dient König Hänselt als Beraterin. Die als kompromisslos geltende Zauberin wird nicht zu Unrecht die wahre Tochter der kedwenischen Wildnis genannt. Ihre raubtierhafte und wilde Schönheit betont sie gerne durch aufreizende Kleidung. Sabrina ist auf ihrer Jagd nach Daedre Ademain in Kaer Morhen eingetroffen. Sie vermutet, dass das Mädchen eine Mutantin und dem Fluch der schwarzen Sonne zum Opfer gefallen ist.
Ein Monster, das für alle Menschen eine Bedrohung darstellt. Um diese Annahme zu beweisen, muss die Zauberin Dedre gefangen nehmen und sie genauen Tests unterziehen. Kaingorn als Orte. Die Gesetze von Kaingorn sehen auch weibliche Thron- und Erbfolgen vor. Das jeweils älteste Kind, männlich oder weiblich, erbt die adligen Titel und Anwesen. Einige der jüngeren Söhne des Landes stellen dieses Prinzip in Frage und beziehen sich dabei auf die Gesetze anderer Länder, aber noch ist dieses Gesetz uneingeschränkt in Kraft. Kaingorn liegt westlich des Falkengebirges. Das Emblem des Königreiches ziert ein silberner Greif auf rotem Grund. Das Königreich bildet mit den befreundeten Kreden und Maliore den Hengvorbund. Catwin. In dem größten der nördlichen Königreiche und seiner Hauptstadt, Ard-Kare, herrscht ein harsches und kaltes Klima. König Hensel befindet sich in ständigem Konflikt mit dem Herrscher des benachbarten Edirn. Catwin grenzt zudem an die Königreiche Redania und Kaingorn und die Herzogtümer Yspaden und Kreden. Durch das Königreich Catwin laufen Teile des Ödnisgebirges, des Falkengebirges und der Blauen Berge. Die Hexerfestung Kaer Morhen befindet sich am höchsten Punkt der Blauen Berge. Weiter im Süden befindet sich das Land der Freien Elfen, eine Enklave, die von Elfen auf der Flucht vor jahrhundertelangen Kämpfen mit den Menschen gegründet wurde. Die bedeutendsten Städte Catwins sind die Hauptstadt und Ban-Aret, das für seine Zaubereischule berühmt ist. Und dann haben wir hier noch das Lager. Der adlige Merwin Edemain und seine Entourage haben ihr Lager in einer Furt nahe Kaer Morhen bezogen. Die Zauberin Sabrina Glewesig ist angeblich Teil des Gefolges, aber ihr Zelt in der Mitte des Lagers und neben dem des Aristokraten deutet auf einen anderen Status hin. In dem Lager leben auch die Söldner, die Edemain für diese Mission angeheuert hat. Sie schlafen im Freien an den Lagerfeuern und bewachen in wechselnden Schichten das Lager und die Boote, mit denen sie zur Festung der Hexer gereist sind. Edemain und seine Männer mussten schon einige Angriffe von Wolfsrudeln abwehren, diese Gegend heimsuchen. Bei Monster haben wir nicht. Formeln sind eigentlich auch jetzt mal egal, die kennen wir alle schon. Zutaten kennen wir eigentlich auch alle. Und im Glossar haben wir noch zwei Einträge. Die Vivisektion. Eine Vivisektion ist ein Eingriff an einem lebenden Wesen. Magier nehmen Vivisektionen bei Monstern und Tieren vor, um ihr Wissen der Anatomie zu vergrößern. Dabei muss das Wesen immer fest an den Operationstisch geschnallt werden, denn nicht immer werden anästhetische Mittel eingesetzt. Und der Fluch der schwarzen Sonne. Über Eltibalds Prophezeiung wird bis heute gestritten, ob sie wahr oder das Geplapper eines Wahnsinnigen ist. Aber es ist ein Fakt, dass nach einer Sonnenfinsternis viele mutierte Mädchen geboren wurden. Einige von ihnen wurden unverzüglich von der Gesellschaft isoliert, was die Grundlage der Legenden von Prinzessinnen in Türmen hoch oben auf den Glasgebirgen und die zu ihrer Befreiung herbeieilenden Prinzen waren. Rapunzel, Rapunzel. Dann ist das, war das Haar also auch eine Mutation. Seht ihr? So erklärt sich Rapunzel. Es kursieren unzählige Gerüchte über Mädchen, die unter dem Fluch der schwarzen Sonne geboren wurden und nur ihrem Aussehen nach menschlich sind. Viele sind der Meinung, dass sie nichts weiter als verfluchte Monster seien. Einige Magier haben Untersuchungen aufgenommen und dabei verschiedene Methoden angewendet. Dabei erwiesen sich in einigen Fällen Vivisektionen als die einzige praktikable Maßnahme, um die teuflischen Mutationen nachweisen zu können. Allerdings ließ sich nicht klären, ob die inneren anatomischen Deformationen den Grund für die bösartige Natur dieser Kreaturen darstellen. Ja, okay, das ist ja wieder wunderschön. Das heißt,
Es geht wieder los mit Denkespielchen und Lügen und weiß ich was alles. Und ja, dann bin ich aber gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.